Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2, Part 79 von mir auf 94. Im letzten Part hat uns diese liebe Leiterin, keine Ahnung was das ist, von Overlook ja ein bisschen aufgeregt. Naja. Aber Overlook hat jetzt ein Schild und kann sich gegen die Moon... irgendwas Blitze... Moonshot Blitze, hieß es. Schützen. Die, und da hinten fliegt Sanctuary übrigens, so ein bisschen im Hintergrund. Draußen ist es zu gefährlich und man hat keinen Kabelanschluss. Ja, so lebe ich auch immer. Draußen ist es zu gefährlich und, naja, Kabelanschluss brauche ich eh nicht. Overlook ist sicher, abgesehen von dem Typ, der gestorben ist. Weißt du, was ich an Dave am meisten mag? Dass er tot ist. Was soll das heißen, theoretisch? Deadly Bloom? Setzt Explosivnova frei, wenn der Schild oder die Gesundheit verbraucht ist. Das ist ja geil. Das gefällt mir. Das werde ich wohl auch equippen. So, von... Ja, okay, hat halt nur doppelt so lange Verzögerung. Aber hey, passt schon. So, und hier der Typ. Der Dave, der ist ja jetzt ein bisschen kaputt irgendwo. Weniger Verstöße gegen die Ausgangssperre als Jack. Okay, da ist keiner. Nächste Woche wird der Grinder nur bei Schwerstverbrechen wie Umweltverschmutzung oder Beleidigung eingesetzt. Da, der Grinder, da. Das Ding, wo wir die Schilde reingeworfen haben. Wenn einer irgendwie das macht. Ja, okay, nee, das Ding ist jetzt explodiert, aber macht trotzdem Umweltverschmutzung. So, die Highlands ist noch das hier? Wir haben doch noch... Ah, da müssen wir woanders hin noch. Gut. Wobei, nee, wir sollen doch hier irgendwas machen. Egal, wollen wir mal das Paket abholen und das ins Auto setzen? Warte, wo steht unser Auto? Das steht immer noch hier hinten. Gut, wenn wir dann irgendwo hier hin müssen, dann ist das geil. Weil dann teleportieren wir uns einfach ins Auto. Oh, das ist aber ein schöner Arm. Der muss trainiert haben. So, warte. Wir können uns einfach ins Auto setzen. So, auf geht's. Wisst ihr, wenn man vorsorgt, unabsichtlich, dann gewinnt man umso mehr. Und umso schneller. So. Wo ist das nächste? Da um die Ecke. Gut. So, dann springen wir doch direkt mal um die Ecke. Fuck. Oh Gott, geht weg von mir. Der Arm muss einer Schneiderin gehört haben oder so. Das sieht man am Metatarsus. Okay. Was auch immer das ist. Gut, wo lang? Hier sind wir, hier kommen wir hier hoch. Nein. Zumindest nicht mit dem Auto. Dann... Da hinten lang. So, hoch. Okay, jetzt müssen wir kurz absteigen. Fuck man, ich muss mich ja echt krass beeilen. Vielleicht bin ich auch einfach nicht die richtige Route gefahren, das kann natürlich auch sein. Das denke ich mal eher. Ja. Denke ich sogar jetzt umso mehr. Fuck. Hier ist irgendwo ein Constructor, oder? Nein. Du hast fast alle beisammen. Beeilung! Ja, ich versuch's. Ach so, es wird immer wieder Zeit zugerechnet, das ist gut. Na, ja. Da oben ist eine Mission. Warum ist da eine Mission? Warum wurde mir die nicht vorher angezeigt? Ah! Ah! Festgefahren! Hier muss ich mich dann später drum kümmern, oder? Ja. Da ist eine Waffen... Ja. Aber eine weiße Waffenkiste, die interessiert mich nicht. So.
So, Zeit achten. Ich verlange und sie verderben. Mach schnell! Ja, ich bin ja voll dabei. Warte, trotzdem, ich brauche am liebsten mein Auto. Na, oder so. Anton, es setzt nur eine Nova frei. Hoch da. Ah. Ist das ein Catch-a-Ride? Nein, ist es nicht. Wo? Da, hinten, hoch. Okay. Schaffe ich das? Schaffe ich. Hoffe ich. Ansonsten muss ich mir mal eine andere Route aussuchen und mal mit dem Auto fahren. Oh fuck. So, weiter, weiter, weiter. Ich hoffe, ich muss sie danach nicht noch abliefern. Irgendwo. Obwohl, wenn die Arme verderben, dann klar. Ja, sicher. Badass im Anrücken! Ja, das war totaler Badass. Hier unten? Na, na, nein, runter, runter. Alter. Wo? Da, na. Oh Gott. Das war flott. Leg die Dinger in mein Schließfach, dann werden wir sehen, ob dieser arme Geddon-Kram tatsächlich so gut ist. Okay, ich bin... nein. Ich muss sie echt noch abliefern. Scheiße. Okay, andere Route raussuchen. Na, aber die Mission ist eh nicht dazu gedacht, um die zu Fuß zu machen. Und... Scheiße! Nee. Die Ware ist längst verdorben! Aber glaub mal, bis ich bei dir angekommen wäre, wäre noch viel mehr verdorben. Aber okay. Teleportieren wir uns mal kurz wieder ins Fahrzeug, würde ich sagen. Oder? Ja. Nur damit wir kurz Mission holen. Hier hoch, genau. Machen wir das jetzt noch kurz und dann, nee, dann gibt's keinen Cut, sondern dann muss ich mal gucken. Mache ich nochmal die Mission? Dann habe ich ja gesehen, da hinten gibt's auch nochmal eine neue Mission. Ja. Na. Mistdingen. Ah, hätte ich auch direkt mit dem Auto hinfahren können. Ich glaube, das wäre genauso schnell gewesen. Aber egal, jetzt ist es zu spät. Zweite Mission, die gescheitert ist, glaube ich. Oder dritte. An eine kann ich mich noch erinnern, also an eine andere. Das war die bei Tiny Tina. So, dann denke ich mir am besten jetzt schon mal eine Route aus. Warte, hier ist das Kabel dafür. Was? Na, komm her. Ey, du Mistvieh. So. Eine Erfahrung hat sich doch voll gelohnt. So. Da oben ist irgendwo das Teil dafür. Was, warum sind die alle tot? Bester Muttertag aller Zeiten, ein Geschenkpäckchen, anscheinend von jemandem gebastelt, der es eher gewohnt ist, Augäpfel auszudrücken, als Geschenke zu verpacken. Was ist in dem Päckchen? Alles Liebe zum Muttertag für die beste Mama, die ein Meisterjägersmann sich wünschen kann. Aber freu dich nicht zu früh, dein Geschenk habe ich mit meinem Faustabdruck eingeschossen. Das kannst du erst aufmachen, wenn ich heimkomme. Ich gehe jetzt erstmal Henry, dem Stalker, die Eingeweide rausreißen. Bis nachher. So, okay, jetzt weiß ich zumindest, warum die tot waren. Die haben sich hier mit den anderen Stalkern angelegt. Na, komm her. Getroffen, lol. Depp. Depp. So, jetzt muss ich mir mal kurz eine Route ausdenken. Also, das erste war... Es waren 5 Stück, glaube ich. Ach nee, kann ich mir auch gleich ausdenken, wenn wir die Mission haben. So. Jetzt muss ich erstmal wieder da hinten zu einem Catch-a-Ride laufen. Boah.
Scheiß Rumgerende immer. Oh, warte. Nee, da wollte ich doch noch was machen. Wenn wir denn jetzt schon daran vorbeikommen, also da oben ist das irgendwo. Ah, nicht fallen. Nee. Ich würde das hier einfach so kappen, ne? Aber nee, das geht ja nicht. Es geht da hoch. Wie soll ich denn da langkommen? Vor allem, ich meine, ja, nee, die ist mir egal, weil die weiß es und was mache ich jetzt? Zeit verschwenden. Ich wette, dann ist da voll die Kacke drin, einfach nur. So, ich könnte natürlich auch einfach mal hier gucken. Ach, ja, natürlich. Achso, das ist gar kein Klo. Okay. Und warte, trotzdem weiß ich nicht, wie ich da dran komme. Egal. So, wollen wir... 11,5 Minuten schon wieder. Bla, Zeitverschwendung. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich das Auto hier raus verkanten, auskanten kann. Ja, geil. Guck mal, und damit hätten wir die Mission sogar vielleicht noch schaffen können. Was willst du denn jetzt? Oder auch nicht. Ich habe voll keinen Bock, hier zu Fuß zu gehen. Kritisch, kritisch. Nee, ich will dem keinen Schaden machen. Nee, der will nicht. Gut, dann laufen wir zu Fuß. Ist das ein XP-Lauder? Anscheinend nicht. Sehr gut. Nein, ist es nicht. Gut, sonst wäre der mir jetzt wie ein Blöder hinterhergerannt. Es ist gerade so langweilig. Aber hey, ihr habt ja noch Deus Ex, das ist dann ja nicht ganz so langweilig. Und ja, passt schon. Eine halbe Stunde am Tag kann man doch wohl aufbringen, sag ich mal. So, vielleicht kann ich auch ganz einfach hier dieser Straße folgen. Alter! Wenn hier nicht diese hässlichen Huckel wären. Was ist das hier eigentlich für eine Wand? Sieht voll hässlich aus. Naja. Ich soll mich mal nicht über hässliche Sachen beschweren, ne? Jetzt hätte ich schon fast Leute gesagt. Aber... naja. Holen wir nochmal schnell hier die Mission ab. Und zwar, wenn du schnell fahren kannst und nicht allzu viele dämlich warst. Ich starte die Hyperion Grinder Lotterie. Ich habe gerade hochbrisante Ware bei Warner's Armageddon bestellt. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen. Okay, ich kann mir... Achso, nee, begib dich zum ersten Briefkasten. Kann ich mir den ersten aussuchen? Leider nicht. Gut, dann stellen wir das Auto nochmal direkt richtig hin. Weil wir könnten ja trotzdem schon mal... Ach nee, komm. Ich stelle das jetzt nicht noch woanders hin. Nächster Versuch und los geht's. Das ist aber ein schöner Arm. Der muss trainiert haben. Und? Wohin geht's jetzt? Die Straße lang. Würde ich sagen, fahren wir erst hier runter, dann hier lang. Dann müssen wir hier den Weg. Ne, hier kommen wir ja gar nicht lang. Hier so und dann... Ach Gott. So, Straße folgen und dann rechts. So. Gucken, wie weit uns das bringt. Ich hoffe doch mal ziemlich weit. Sehen wir eine kleine Abkürzung? Hoffentlich. Fuck.
Das war jetzt nur so halt eine Abkürzung. So, rennen. Und es gibt einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.